Aldemar HD. Toll. Hey Leute, hier ist Aldemar mit The Gardens Between. Viel Spaß dabei, ich hoffe, wir werden's haben. Los geht's. Das war ja schon mal cool. Sehr schön gemacht. Gefällt mir jetzt schon. Wunderschöner Style auf jeden Fall. Okay. Wollen wir aufstehen? Okay, das wusste ich. Also, das ist etwas mit Zeit zurück und Vorspulen. Ach, das ist abgefahren, oder? Wir können zurück. Oh, jetzt, ich sollte auch zurückgehen. Aha. Ah. Okay. So, dann haben wir schon mal das erste Rätsel gelöst. Und jetzt nach vorne. Stehen wir mal auf. Also, die bewegen sich selbst. Wir können nur die Zeit zurückspulen oder vorspulen und Sachen, ich glaube, auslösen. Das ist auf jeden Fall eine lustige Parallelwelt. Alles, was man aus der Welt so kennt, ist hier halt groß. Irgendwie alles... Ah, okay, er hat irgendwas gefunden. Lounge Room. Ah, Umzugskartons. Okay, da ist irgendwas. Space. Können wir auslösen. Ah, eine Lampe, okay. Oder wir tun es wieder drauf. Nimm es mal mit. Meine Güte. Okay. Das war's, oder? Leertaste? Okay. Cool! Es war jetzt schon voll abgefahren. Meine Güte, da haben sie aber echt viel Liebe ins Spiel investiert. Arenas Room. Also ich denke mal, entweder ist jemand da hingezogen oder die ziehen weg. Am Anfang hat man ja gesehen, diese beiden Häuschen. Und da war so eine Art... aus Laken gemachte Leiter. Und einer hat sich von den beiden auch rausgeschlichen, um halt im Baumhaus zu sitzen. Wer weiß, vielleicht wurden sie vom Blitz getroffen und sind tot. Ja? Oder liegen jetzt im Koma. Das ist ja meine Theorie. So, okay, los geht's. Cool, neues Level. Okay, komm, wir gehen erstmal zurück. Wir gehen erstmal zurück. Also, sie hat immer noch die Laterne. Und sie, guck mal, die haben ein Floß. Die sind mit dem Floß hier rumgefahren, mit ihrem Baumhaus. Geht nicht mehr weiter, ne? Okay, dann gehen wir vorwärts. Guck, hier ist so ein Lampending, oder? Das ist nix. Wir gehen mal weiter. Guck, da ist wieder so ein Würfel. Die kommen aber auch irgendwie bekannt vor. Ah! Das ist für die Lampe wahrscheinlich. Komm, gucken wir mal. Ah. Oh, guck mal, da sind endlich Lichter. Sehr gut. Okay, gehen wir wieder vorwärts. So, dann können wir hier die wieder reintun. Okay. So, jetzt holen wir... Warte. Zurück! Ihr müsst zurückgehen. Ah, nee, das ist ein neues. Ist okay, das ist ein neues. Ich sollte mir nicht so viel Gedanken machen. Ich wusste, dass hier viele Rätsel sind. Aber... Deswegen ponze ich jetzt erst recht auf. Aber ich glaube, das ist alles so Tutorial, ja? Noch. Das ist jetzt blöd. Okay, sie kann rüberspringen. Ah, okay. So wird die zweite Blume ausgelöst. Können wir jetzt wieder zurück? Sie kann zurückspringen. Jetzt holt sie ein neues. Jetzt gehen wir nach vorne. Also das sind Sachen, die wohl nicht von der Zeit beeinflusst werden, oder wie? Ah, guck, noch eins rein. Vielleicht sollen wir noch eins reinmachen? Es saugt die auf, ne? Ah, jetzt... Nee, es wird größer.
Oder täusche ich mich da? Ich glaube, das ist Blödsinn. Es ist Blödsinn. Ah, da oben ist die Glocke. Vielleicht können wir das ausmachen. Vielleicht muss der Junge das machen. Aha. Dann geht's zu. Okay, dann gehen wir jetzt zurück und holen das nochmal. Guck mal, wie sie guckt. Mm. Gehen wir zurück. Aber da war ich gestern bei der Mama. Zeit vorwärts und zurück. Tut mir leid, ich lache über meine eigenen Witze immer gerne. Okay. Guck mal, das ist so ein Riesen. Guck, da ist auch ein Umzugswagen. Okay, das haben wir auch gemeistert. Boom. Cool. Und das jetzt... Okay. Okay. Welcome. Ja, die sind vielleicht frisch hier hingezogen. Ich glaube, der Junge. Weil sie lebte wahrscheinlich schon länger hier. Ich vermute... Ah, okay. Jetzt... Nee, das ist ein Mädchen. Das sind zwei Jungs, oder? Das sah immer aus wie ein Mädchen. Oder es ist doch ein Mädchen. Und er winkt verlegen. Ich versuche mal nicht rauszufinden, worum es geht. Ich rede mich nur um Kopf und Kragen. Okay. Dann mal weiter. Ah, cool, guck. Jetzt fahren wir auch tatsächlich mit dem Fluss. Guck mal, das ist ein Planschbecken. Okay, dann los. Gartenschlauch. Jetzt sind wir im Gartengebiet. Gardens between. Okay, dann los. Komm, wir gehen erstmal wieder zurück. Okay, geht's nicht? Dann weiter. Okay, das ist krass. Da hüpft jetzt was rum. Boah, sie ist aber auch schnell. Man kann aber auch nicht warten. Oder er oder sie. Ich denke mal, es ist ein Mädchen. Ist ja auch ein Rock oder... Okay, ist jetzt da reingesprungen. Guck mal. Ist schon ziemlich cool. Ah, okay. Das ist jetzt so ein Auslöser. Brauchen wir so ein Ding jetzt, Bummens, oder? Wir können es abstellen. Jetzt hüpft er damit weg, okay. Ach, jetzt lädt er da oben das auf. Pass auf. Ah, okay. Aber wir kommen nicht weiter. Okay, jetzt müssen wir mal gucken. Halt, warte. Wir geben ihm das, weil er springt ja aus der Box nach oben. Oh, meine Güte. Ich bin Master Brain. Und wieder nach vorne. Zack. Nehmen wir uns die Lampe wieder. Ist das cool. Oh Mann, das ist mal eine Idee. Ja, das ist mal ein cooles Spiel. So, gehen wir hoch. Okay. Jetzt geben wir ihm wahrscheinlich wieder die Lampe. Ach, da hinten, guck mal, bei dem Wasserstrahl ist eins drin. Fällt wahrscheinlich gleich um. Da war eine Glocke, das hätten wir vielleicht drücken müssen. Jetzt gucken wir erstmal, hier ist nichts mehr. Jetzt gehen wir nochmal zurück. Guck, da hinten auf dem Eimer ist jetzt... Tada! Ich hab's nicht ganz verstanden, aber... Ich glaube, wir haben es... Ich weiß es nicht. Wir haben es richtig gemacht. Ich glaube, er würde jetzt wahrscheinlich zu uns hinspringen. Gleich. Und dann unsere Laternen ausmachen vielleicht, oder? Nee. Das haben wir geschafft. Boom! Schade, ich dachte, es macht irgendwie so einen Flash oder so. Okay, das haben wir auch. Ich habe mein Fenster offen. Wenn ihr Autos hört und Vögel, dann wundert euch nicht. Aber es ist so schönes Wetter draußen. Ich wollte einfach mal ein bisschen atmen.
hier in meinem Kabuff. Okay. Oh, jetzt sind wir schon beim nächsten. Okay, komm, wir gehen mal zurück. Achso, das stimmt, das sind ja immer zwei Level, bevor wir wieder fahren, ne? Okay. Okay, jetzt muss ich überlegen. Warte mal. Geht da hoch? Guck mal, da ist dieses Böse. Das müssen wir jetzt ausschalten irgendwie. Wo ist denn der nächste? Okay. Da hält er an. Wo hält er denn noch an? Hält er bei uns da unten? Da hält er an. Guck. Okay, dann nehmen wir das. Ah, er springt aber zu früh hoch. Okay, jetzt muss ich überlegen. Ach, guck mal. Da oben ist ja noch eins. Wir müssen ihm irgendwie die Lampe geben. Ah, warte mal, ich kann ihm doch hier die Lampe geben, wahrscheinlich. Ich trottel. Ah, natürlich. So, hier, nimm die Lampe. Walter der Würfel. So. Wie cool das aussieht, das Planschbecken. So, jetzt müssen wir... Jetzt hat er das Ding wieder, jetzt müssen wir rüber. Jetzt hat er es ja aufgeladen, ich habe es gar nicht mitbekommen. So, okay, und los, das haben wir. Sollen wir es ihm direkt nochmal geben? Ich meine, da oben ist noch eins. Ne, jetzt gehen wir sowieso rüber. Guck mal, da ist noch einer. Die Frage, sollen wir ihm das geben? Ich glaube, ich muss es selbst aufladen. Moment. Das wird zu einfach. Ja. Aldemar Bray löst das Rätsel. So, jetzt. Rein. Drauf. Das sind Wasserbomben oben an der Wäscheleine, oder? So, das ist unsere Laterne. Wir müssen wieder hoch. Nee, oder? Ja, er muss. Tatsächlich. Okay. Ja, ich hätte jetzt gedacht, da wäre irgendwie noch... Oh, jetzt müssen wir aufpassen. Warte mal. Nee, geht. Muss. Meine Güte. Guck, wie das aussieht. Da oben ist so eine drehende Wäschespinne. Super coole Ideen auf jeden Fall. Sehr ausgefallen. Super fantasievoll. Das hat man heutzutage echt selten bei Spielen. Dass jemand nochmal Mühe gibt. Cool. Das haben wir auch. Okay. Das Planschbecken. Ich habe auch eins. Als es so heiß war, dieses Jahr. Aber das hat eher Walgröße, weil ich bin ja etwas, ne? Walisch. Ah. Doch, das ist doch ein Mädchen. Oh, zwei Eis. Also es sind alles Erinnerungen, die sie hatten. Vielleicht sieht tatsächlich jemand aus. Nein, die sind zusammengezogen wahrscheinlich oder dahingezogen. Und das ist halt die neue Freundschaft. Denk mal nicht, dass es Rückblick ist, sondern... Also schon ein Rückblick. Ich dachte eher, das ist sowas Angst auf was bevorstehen ist oder so. Ich sollte aufhören zu rätseln. Meine Güte. So. Der Fernseher. Oh, Cola. Mm, lecker. Sehr gut. Okay. Komm, wir gucken jetzt mal, ob wir zurückgehen können. Ne, okay, alles klar. Was ist das da oben? Fenster? Okay, wir sind... Soll drinnen darstellen, glaube ich. Ah, er kann Sachen drücken. Und sie ist die Laternentante. Ah, ich habe den Knopf gedrückt und jetzt kann ich quasi rückwärts laufen lassen. Guck mal, oder zusammenfallen lassen, oder? Jenga ist das, ne? Geil. Ah, guck mal, wie cool. Ich liebe sowas, ne? Ah, ich liebe Physik. Ah, okay, jetzt kann ich sie wieder abstellen. Okay, gut zu wissen. Aber ich glaube, das hat noch eine Bewandtnis vielleicht. Für später. Nicht, dass das irgendwie noch... hätte weiterlaufen müssen. General Consultation. Oh, guck mal hier, Würfel. Das ist vielleicht... Ich dachte, jetzt spielen sie Pen and Paper oder so. Komm, wir lassen das mal hier.
fällt das Jenga-Ding wieder um. Dann ist wieder zurück. Nee, schade. Müssen wir es holen und dann wieder zusammenbauen lassen. Machen wir das noch aus. Ah, nee, halt. An. Holen. Ah, ich bin zu schlau dafür. Mastermind. Haha. Und wieder zurück. Nischen. Los, los. King of the Hill. Bam. Für die scheint das normal zu sein. Vielleicht sind sie deswegen immer in diesem Baumhaus. Um mal vom Blitz getroffen zu werden. Ist schon ein bisschen gestört. Wie gesagt, für mich liegen die im Koma im Krankenhaus. Oh, cool. Oh, das kenne ich aus dem Trailer, glaube ich. Das beste Setting. Fernseher. Super Nintendo. Okay. Stromstecker. Ding. Kann ich auch wieder. Was ist denn, wenn ich in die andere Richtung gehe? Okay, jetzt haben wir Strom. Jetzt gehen wir zurück. Der war doch immer in der Fernbedienung. Pass auf, kommt bestimmt eine. Ha! Hier kommt bestimmt eine Videokassette raus und dann kann man da hochgehen. Pass auf. Achtung. Er spult zurück. Guck. Ah, das habe ich nämlich im Trailer gesehen. Eigentlich wusste ich das. Ich glaube, ich habe das schon gesehen. Okay, sollen wir den Stecker jetzt wieder... Ne, jetzt können wir den nicht mehr rausholen, oder? Ne. Können wir jetzt nochmal... Okay, jetzt haben wir... Okay, jetzt haben wir das schon mal. Als wenn wir uns überlegen würden, das nicht benutzen zu wollen. Dass sie das nicht automatisch auf die Brücke legt. Blabla, Chef 2. Also das Spiel da unten. Was steht da? Ich habe es nicht gesehen. Ach, wie cool ist das denn? Alter, guck mal, er springt da rein. Wir lassen die mal da drin. Alter, wie cool ist das denn? Was eine coole Idee. Jetzt bin ich verwirrt. Okay, jetzt bin ich echt verwirrt. Waren wir schon ganz zurück? Okay, gehen wir jetzt mal zurück. Vielleicht brauchen wir das da drin. Haha! Ja, ja, genau so. Habe ich schon gedacht. Ich wusste das. Ich wusste das. Ich bin der Beste. Jetzt kann es nicht aufheben, jetzt kann ich spucken und stirbt. Oh toll, sind wir Arschlöcher. Jetzt muss er wieder rauskommen. Oh, wir haben den armen Vogel getötet. Der sah sowieso nicht so freundlich aus, um ehrlich zu sein. Alle macht den Vögeln. Den Insekten, Entschuldigung. Okay. Boom! Ich muss den Effekt selber machen. Sehr schön. Cool. Gefällt mir. Das ist doch mal erfrischend, oder? Ich find's cool. Ah. Wunderschön. So. Alles klar.
So, Leute, bevor wir jetzt hier loslegen, muss ich mich verabschieden. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von The Gardens Between. Ja? Und bis dahin, Leute, haut rein. Vergesst nicht, abonnieren, liken und so. Das frage ich selten, aber ab und zu muss das schon mal sein. Also nochmal, haut rein, Leute.